Hallo, Servus und moin, moin, liebe Leute. Willkommen zurück zu SnowRunner. Und beim letzten Mal sind wir ja hier vorne stehen geblieben. Wir sollen noch die Stromleitung prüfen. Zwei hatten wir schon gecheckt. Jetzt geht's um diese beiden, die noch offen sind. Wir sind unterwegs mit dem Rezwani. Hier vorne ist gleich die nächste Leitung, die wir checken sollen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal, oder? Wir starten auch gleich mit der Winde. Allrad rein. Und dann geht's hier echt wieder im Schritttempo voran. Wir versuchen uns trotzdem immer schön nah an den Bäumen zu halten, dass wir immer noch einen Wendepunkt finden können. Kommen wir so besser weg. Müsste machbar sein. Übrigens, heute ist der 5. März. In ein paar Stunden erscheint dann offiziell auch Expeditions. So Leute, das haben wir geschafft. Und ich muss mal sehen, wenn ich es heute Abend nach der Arbeit noch schaffen sollte, dann nehme ich da natürlich auch von Expedition die erste Folge auf. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir am besten wieder zurück, ne? So dass wir dann heute zwei Videos fertig machen, nämlich einmal SnowRunner und einmal Expedition. Wenn ich es nicht mehr schaffen sollte, dann kommt Expedition spätestens morgen. Ich bin da schon recht heiß drauf, habe bis jetzt auch nur sehr wenig gesehen. Ich habe in meiner halbe Stunde reingeschaut beim guten Apehänger, der clever genug war, die Year One Edition sich zu holen. Leider habe ich erst erst gesehen, dass ich mit der Year One 5 Tage früher reinkomme, als ich mir die normale Edition schon bestellt habe, und da war es zu spät. Ich hatte also keine Möglichkeit mehr im Nachgang noch die Year One oder den Year One Pass zu holen. Der war noch nicht im Angebot oder ist auch noch nicht im Angebot momentan. Ansonsten wäre ich da natürlich auch schon drin gewesen. Ich bin also echt gespannt, wie es sich fahren lässt, wie das Spielgefühl ist. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt und das auch schon feiert. Vielleicht habt ihr es ja aber auch schon gesehen. Anyway, heute, spätestens morgen, kommt dann neben dem MudRunner auch die erste Folge Expeditions. So, wir haben noch einen Strommast vor uns. Und ihr habt schon geschrieben, ihr habt ja schon geschrieben, ach, der ist gleich hier, okay. Ihr habt ja auch schon geschrieben, dass die Ketten im Prinzip nur auf Eis richtig was bringen, und für den normalen Schnee, den wir haben, da sollten wir ruhig die Schlammreifen benutzen. Okay, momentan, wir sind ja noch auf dem Weg gewesen und daher habe ich da nichts geändert. Aber danke für den Tipp. Moment, da bin ich, glaube ich, sowieso noch nicht richtig. Der ist gar nicht hier, ne? Ne, ist natürlich nicht da. So, wir wollen mal sehen, wie fahren wir denn jetzt?
Wir müssten entweder quer durch den Wald, Leute. Und so wie es aussieht, liegt er hier erhöht, ne? Wir müssen also sowieso gucken, dass wir entweder von hier aus hochkommen oder uns von hier vorne irgendwo quer durchs Gelände wühlen. Da ist die Frage, ob wir da durchkommen. Okay, wir sind hier. Wir sind halt hier, Leute. Wir probieren es erstmal so. Dass wir so erstmal bis hier fahren und dann gucken, wie das da aussieht, ne? Dann können wir nämlich hier noch ein bisschen auf Strecke bleiben. Und finden dann recht schnell heraus, ob wir mit dem Fahrzeug weiterkommen oder ob wir uns doch noch was anderes zulegen müssen. Wie auch immer, ich glaube, es wird nicht ganz einfach werden. Wir versuchen hier so ein bisschen auf der Spur zu bleiben. Links und rechts, da geht's schon recht hoch, wäre natürlich blöd. So, und wenn wir jetzt von hier aus versuchen, uns hier durchzuschlagen, könnte das sogar funktionieren, oder? Theoretisch. So, wir werden, glaube ich, erstmal nachtanken müssen. Was haben wir jetzt? Und dann weiter im Text. Möglich, dass wir hier mit einem kleineren Fahrzeug wie dem Hammer, dem Kahn oder so oder ähnlichem mehr Chancen hätten, uns hier durchzuwühlen. Hab aber alle im Schnee noch nicht getestet. Von daher kann ich da natürlich noch nichts zu sagen. Aber okay. No risk, no fun. Und nicht zu vergessen. Oh Mann. So, sehen kann ich ihn schon. Noch mal einen Blick auf die Karte geworfen. Straight, eigentlich just straight vorwärts hier, ne? So, wir hatten hier eine kleine Kuhle, an der wir uns entlanghangeln. Ja, ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Wir müssen tatsächlich versuchen, durch dieses kleine Waldstück hinzukommen.
Naja, noch bewegen wir uns. Ich glaube, wir müssen mal schauen, ob wir nicht uns an. Na, kommst du wohl? Kommst du wohl? Na, er zickt schon wieder rum, ne? Er zickt schon wieder rum. So, Winde anbringen. Will er nicht? Warum nicht? Leute? Einmal nach da, würde ich sagen. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, ob wir hier den richtigen Weg uns gewählt haben. Weil hier geht es nämlich recht steil runter. Und da hinten müssten wir wieder rauf. So, damit haben wir nämlich neben den Widrigkeiten der Natur tatsächlich auch noch das Problem, dass wir hier eine sehr schlechte Sicht haben. Wühlen uns hier also zwischen den Bäumen durch. Naja, das bringt uns nichts. Problem ist hier halt wirklich die schlechte Sicht. Durch die Bäume wird uns natürlich einiges versperrt hier. Okay, da ist er. Eigentlich direkt in Reichweite. Dreimal umfallen, dann bist du da, ne? Aber lass uns nicht im Stich. Ich denke, das war's. Wir haben es geschafft, Leute. Okay. 2150, 130 für Erfahrungspunkte dazu. Ja, klar, nehmen wir an. Was eine Frage. So, und wir schauen uns jetzt noch mal eben auf der Karte um.
Ein großes Wort zum Bohrplatz wird uns hier automatisch als nächstes angezeigt. So, ich versuche nochmal mit dem Rest des Tanks hier zur Straße zu kommen, bevor wir uns nämlich... Ups. Die Kamera, die ist mal eher semi. Also rückwärts. Rückwärts kommen wir fast schon besser weg hier. Hier runter. Der Tank, da ist jetzt momentan nicht mehr viel drin. Haben wir schon einiges hier noch, hängen wir scheinbar hier an dem Baum so ein bisschen fest. Hier probieren wir es nochmal mit der Winde. Haben wir hinten keinen Windenpunkt? Und das war's dann auch schon wieder. Ich meine, selbst wenn wir jetzt nicht weiterkommen würden, wäre das eigentlich halb so wild, denn wir haben es ja geschafft. Ich will aber trotzdem gucken, wo ich hier festhängen würde. So. So machen wir das. Und jetzt darunter. Wir sind hier schon ziemlich eingebrochen, so wie das aussieht. Da kann man echt nur von Glück sagen, dass wir unseren Auftrag zumindest schon mal abgeschlossen haben. So, ob wir den so drehen können.
Was habe ich gesagt? Lass mal eben gucken, dass wir dann noch zur Straße kommen. Habe ich das so gesagt? Na, komm schon, komm schon, komm schon, die letzten paar Meter. So, der Grund, warum ich hier hin wollte, Leute, ist folgender. Wir wollen bis nach hier. Na, da. Wir werden es nicht mehr schaffen, Leute. Wir werden es nur leider nicht mehr schaffen. Uns hier durchzuwühlen. Um hier an das Upgrade zu kommen. Das werden wir mit dem jetzigen Sprit auf jeden Fall nicht mehr schaffen. Denke ich mal. Lass uns einfach mal losziehen, gucken, wie weit und wie viel Zeit wir dadurch verschwenden. Wir kommen hier halt auch nur sehr, sehr langsam voran. Wände hilft uns hier nicht weiter. Die kleinen Bäumchen, die reißen wir so alle ab. Und ganz nebenbei, es schneit. Komm schon. Vorne wird die Straße wieder halbwegs frei. Komm, 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 komm. Aber eins haben wir auf jeden Fall gemacht jetzt, Leute. Wir haben den Reswani hier auf Herz und Nieren in der Winterlandschaft getestet. Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, ist die Fahrt über einen vereisten See.
Komm, nur noch ein ganz klein bisschen. Okay, haben wir geschafft. Und dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Vielleicht schaffen wir es tatsächlich noch, das Update zu holen. Auch wenn es zeitlich schon wieder richtig eng wird, Leute. Geht's rein. Und ich will mal eben schauen. Nee, verdammt, ich habe gedacht, hier stand noch irgendwie ein... Tankanhänger, aber gut, da habe ich mich wohl verguckt. Die Tour, so kommen wir denn geradeaus durch? Ja, ich glaube, wir müssen hier rechts. Wir bleiben ein bisschen hier am Rand, dass wir nicht mittig durchfahren. Da gräbt er sich nämlich schon wieder gut ein. Andererseits... jetzt hier mehr Bäume und damit mehr Ankerpunkte. Nicht aufgeben, nicht schlapp machen.
Schlammteil versuchen wir uns ein bisschen vorbei zu mogeln. Ich glaube, tiefer Schlamm, den mag er jetzt nicht unbedingt. Bewegt er sich noch? Ja, das macht jetzt keinen Sinn. Der Tag neigt sich eh dem Ende zu. Lass uns nochmal eben auf die Karte schauen. Ja, weit ist es ja eigentlich nicht mehr, ne? Weit ist es nicht mehr. Aber mit Blick auf die Uhr, Leute, sind wir da bestimmt nochmal eine Viertelstunde unterwegs. Zumindest mit dem Fahrzeug, wenn wir hier überhaupt noch rauskommen. Wir schauen in der nächsten Folge, wir machen hier Cliffhanger über Cliffhanger, ob wir mit dem Wagen weiterfahren, Leute, oder ob wir uns ein anderes Fahrzeug holen und unseren nächsten Auftrag abschließen. Wie gesagt, jetzt 16 Uhr kam dies raus, achtet um 18 Uhr mal drauf, ob die Expeditions kommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao, ciao, macht's gut und bleibt gesund.